Ich heb mal in Hamburg ein Viermaster sein. To my holy, die Masten so steif als die Skipper sind bei. To my holy, holy, holy. Moin YouTube, ich bin's wieder, Christian. Ich habe heute mal wieder einen Tabak mitgebracht, den ich euch mal vorstellen möchte. Und zwar ist es hier der Hamburger Fairmaster von Darmtabakko oder DTM, wie man möchte. Den rauche ich heute in dieser wunderschönen Stanwell Shape 88 Brass Band. Also man sieht hier diese kleinen Kupferapplikationen. Finde ich sehr schön, passt zum Tabak. Und zuallererst zeige ich euch mal das Tabaksbild. Und so mag ich es eigentlich am liebsten, nicht so ganz frisch aus der Dose. Der kann ruhig ein paar Tage in dieser offenen Dose liegen, also nicht mehr vakuumierten Dose. So schmeckt er mir eigentlich am besten und ja, er fällt wirklich, er bricht schnell auseinander. Also wenn man ihn schon berührt, dann fällt er hier auseinander. Man sieht hier schöne, ja, helle Einsprenkler, dunkle Stränge dabei, ansonsten ein schönes einheitliches Braun und lässt sich absolut problemlos stopfen. Gut, kommen wir als nächstes mal zum Geruch aus der Dose. Ich habe sie hier mal geöffnet. Und das, ja, schöner Virginia Flake Geruch. Also ich nenne es tatsächlich einfach Virginia Flake Geruch. Leichte Honignoten. Leicht frischheuiges, ein bisschen Trockenfrüchte. Also man riecht schon, das ist ein bisschen vollmundiger als so manche andere Virginia Flakes oder generell reine Virginias. Er kommt ein bisschen, ja, ein bisschen nussiger, erdiger daher. Und das merkt man auch im Geschmack. Ein schöner, satter Virginia, vollmundig. Ich hatte mir ein bisschen was notiert dazu. Genau, also eine gewisse Nussigkeit hat er, bringt er mit. Von der Stärke würde ich den eher so als Mittel ins Mittelfeld packen. Ansonsten durch und durch empfinde ich als sehr milden Tabak. Der hat nicht viel Aufregendes, aber das macht ihn so gut. Das macht ihn zu einem treuen Begleiter, den man immer dabei haben kann. Das ist so mein, ja, Tabak, wenn ich mal nicht weiß, was ich eigentlich möchte. Der ist unkompliziert, raucht sich total unkompliziert. Ganz frisch aus der Dose kommt er ein bisschen feuchter her. Aber wie gesagt, wenn man ihn so in der Dose belässt, gerade in der Runddose geht das sehr gut, dann trocknet er ein bisschen nach. Und in der Zeit hat man dann die 50 Gramm in der Regel auch weggeraucht, ohne dass er dann lange Zeit hat, völlig durchzutrocknen. Geht mir zumindest so, also auch die 40 Gramm Dose dann doch relativ zeitnah leer, gerade wenn er dann so perfekt konditioniert ist. Ja, und neben dem Geschmack und dass er so schön unkompliziert ist, vom Geschmack, vom Rauchverhalten, Abbrandverhalten, finde ich eigentlich das Etikett. Man sieht hier so einen schöne Viermastbark und da, ja, möchte ich ein bisschen einhaken, ein bisschen was erzählen, was mir dazu einfällt. Ich für meinen Teil habe schon, glaube ich, seit frühester Kindheit so einen Seefahrts-Schifffahrts-Nagel im Kopf. Das mag daran liegen, dass mein Vater zur See gefahren ist, schätze ich mal. Aber wie gesagt, seit ich denken kann, stehe ich auf Schiffe, insbesondere auf Segelschiffe. U-Boote kommen noch dazu, da ist auch ein großes Interesse, aber bei Segelschiffen, ja, geht mir das Herz auf, wenn ich eins sehe.
Und auch da habe ich mir ein bisschen was notiert. Und gerade wenn wir hier vom Hamburger Fairmaster sprechen, also vom Viermaster, ist eben die Viermast-Bark oder Viermast-Segler-Bark getakelt gemeint. Und das waren in Hamburg überwiegend die sogenannten Flying P-Liner. Die Schiffe der Reederei Leis, Ferdinand Leis, hat diese Reederei, ich glaube 1800, lass mich nicht lügen, ich habe es mir notiert, 1824 fing Ferdinand Leis an, eine Firma für Hutproduktion zu gründen. Und irgendwann kam es so, dass diese Hüte auch im Ausland großen Anklang fanden. Also musste das erste Schiff her. Das war eine Brigg, also ein kleinerer Schiffstyp. Und dieses Schiff wurde Karl genannt. Karl war der Sohn von Ferdinand Leis. Und Karl übernahm dann fortan an diese Firma. F. Leis oder einfach nur Leis genannt. Weitete das Geschäft ständig aus. Und das erste Schiff, das dann von Karl gebaut wurde, 1857 wurde ein Neubau in Auftrag gegeben von Karl Leis, hatte den wunderschönen Namen Pudel. Also der erste sogenannte Flying P-Liner mit einem P als Anfangsbuchstaben. Und Pudel war der damalige Spitzname der Ehefrau von Karl Leis. Man weiß bis heute nicht, ob das ein negativer Name war oder ein positiver, aber es ging wohl auf die Frisur von Sophie Leis zurück. Schöne Anekdote auf jeden Fall. Naja, und dann kamen noch weitere Schiffe dazu. Insgesamt waren es, glaube ich, 88 Schiffe, die im Laufe der Zeit dazu kamen, oder es dann insgesamt waren. 66 davon trugen einen Namen mit P. Und es kamen auch noch 5 Mast-Schiffe dazu, oder 5-mastige Schiffe, die Preußen zum Beispiel, die dann 1920, glaube ich, untergegangen ist. Und man stellt so im Laufe der Zeit fest, dass eigentlich die Schiffe mit 4 Masten eigentlich so das Nonplusultra waren. Genau, und überwiegend waren die Schiffe auch im Atlantik unterwegs, um dort Salpeter aus Chile zu holen. Und den Schiffen wurde halt nachgesagt, dass sie die sichersten, schnellsten, modernsten Schiffe sind, die über den Atlantik segelten. Und daher kam dann eben dieser Spitzname Flying P-Liner. Genau, es wurde dann immer schlechter. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Die Schiffe wurden in Chile interniert, wurden dann als Reparationszahlung abgegeben. Die späteren Schiffe, die dann auch verkauft werden mussten, das waren eben die Schiffe wie die Pamir und die Passat. Schau mal ganz kurz. Ich hatte mir hier ein bisschen was notiert zu den einzelnen Schiffen. Genau, dann gab es noch die Padua. Und die Padua, das ist dahingehend interessant, dass das nämlich das einzige noch fahrende Schiff ist aus dieser Reihe. Also die einzige Viermastbark, die noch unter Segeln fahren kann. Die hat sicherlich auch schon mal jemand gesehen, der bei größeren Hafen Veranstaltungen wie in Bremerhaven, Travemünde oder Hamburg war. Das ist nämlich die Krusenstern, die als Reparationszahlung an die damalige Sowjetunion ging und dort heute noch als Segelschulschiff verwendet wird, wie das hier die Gorch Fock ist, Schrägstrich war. Genau, dann gibt es eben noch einige Schiffe, die erhalten sind, die man sich heute noch angucken kann. Das ist zum einen die Passat, wie schon gesagt, die Padua, also die Krusenstern. Die Peking gibt es da noch. Die Passat steht übrigens in Travemünde, sehr zu empfehlen. Und genau, die Passat wird jetzt gerade in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg in Wibitzfleet fertig gemacht. Oder restauriert. Da gibt es eine sehr schöne NDR-Doku, die verlinke ich euch mal unten. Diese Doku zeigt halt den Weg der Passat von New York, wo sie als Museumsschiff oder als Dekorationsschiff im Hafen stand. Und die ganze Rückfahrt nach Hamburg, die ersten Instandsetzungsarbeiten, also es wurde wirklich komplett zerlegt, dieses Schiff.
und zeigt irgendwie ein bisschen, wo die Reise hingehen soll. Das ist sehr, sehr spannend und ich freue mich tatsächlich auf den Tag, wenn man das Schiff hier im Hamburger Hafen begutachten kann. Genau, und sollte mal jemand in Mariehamn sein, da liegt noch die Pommern. Die kann man sich dort in Finnland anschauen und auch besichtigen. Also ähnlich wie die Passat, Schwesterschiff. Ja, und ich finde das sehr schön, gerade im Bereich der Pfeifen und der Tabake, dass eben sehr viel dieser traditionellen maritimen Dinge aufgegriffen werden. Also das Pfeiferauchen kam ja über die Seefahrt auch zu uns nach Europa. Und ja, eine schöne Hommage immer, wenn man solche Tabake wie den Hamburger Fairmaster oder die verschiedenen Navy Flakes, die Deluxe Navy Rolls, den Capstan, wie sie alle heißen, dass sie halt eine Hommage sind an die Seefahrt. Und ich mag das total gerne. Also ich glaube, alles, was mit Segelschiffen zu tun hat, habe ich in frühester Kindheit und Jugend schon wegkonsumiert, gelesen, mir Dokumentationen angeschaut. Da gibt es wirklich ja tolle Filme auch. Und auch gerade aus dem Hamburger Hafen gibt es wirklich sehr, sehr schöne Bilder, wo man so den Mastenwald sieht, wie da diese vielen, vielen Segelschiffe im Hamburger Hafen liegen. Das ist doch schon was anderes, als wenn da Containerriesen liegen und Kreuzfahrtschiffe, die so hoch sind wie ja, Plattenbauten. Das hat dann nicht mehr viel mit Seefahrt zu tun, sondern ist einfach nur noch Waren und Menschen schnell von A nach B zu bringen und wieder zurück. Also Segelschiffe, es gibt nichts Schöneres auf dem Meer. Und kleines Fazit zum Hamburger Fairmaster. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, kauft ihn euch. Bestellt ihn bei Dan Tobacco in Lauenburg. Oder wenn es bei Ihnen bei euch im örtlichen Tabakhändler gibt, ich habe das große Glück, dass, glaube ich, so meine drei Tabakhändler, die im engeren Umfeld sind, ihn immer da haben. Guter Tabak für alle Lebenslagen. Den kann man morgens rauchen, mittags, nachmittags, abends, wenn man nicht weiß, was es werden soll. Unkompliziert. Das trifft ihn, glaube ich, am ehesten. Kräftig, aber unkompliziert. Also er kommt jetzt nicht so weichgespült daher. Hat schon ein bisschen mehr Tiefgang als manche andere Virginia-Tabake oder reine Virginias. Das gefällt mir am Fairmaster besonders gut. Ich habe nichts Negatives. Einzig, das hat aber, glaube ich, jeder Virginia-Tabak, wenn man ihn ein bisschen hastig raucht, dann neigt er dazu, ein bisschen unangenehme Schärfe zu entwickeln. Das ist nicht so schön. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein mit meinem kleinen Review und dem kleinen Abenteuer in die Seefahrt und der Geschichte der Flying P-Liner, die eben hier gemeint sind mit dem Hamburger Fairmaster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch gefällt der Tabak genauso gut wie mir. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Wart viel draußen bei dem guten Wetter. Bis dahin, euer Christian.